Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Monitalk, Folge Nummer 8. Nach gut einem halben Jahr ist es wieder soweit und heute im Hintergrund wie immer ein bisschen SSL. Marcy, der gerade seinen Shot hier macht, macht seine 2,5 Millionen XP voll. Und haben wir gedacht, na gut, bietet sich an aufzunehmen für den Unitalk und so weiter. Nicht wundern, ich muss hier mit Shadowplay aufnehmen, weil OBS irgendwie nicht wollte, es auf die Festplatte zu speichern, obwohl ich noch gut 1 Terabyte frei habe an Speicher. Keine Ahnung warum. Konnte ich jetzt nicht so auf die Schnelle fixen, weil ich nehme ja relativ selten aktuell was auf. Deswegen war mir der Fehler gar nicht mal bekannt. By the way, es ist ja nachkommentiert. Ich versuche aber das Spiel, falls ein guter Shot war, wirklich zu kommentieren. Aber der primäre Fokus liegt quasi auf dem Unitalk. Wie gesagt, es ist vom Prinzip her mehr ein Podcast. Wer sich für mein ganzes Studium interessiert, kann ja mal die anderen 7 Parts anschauen. Oder wer an der FAU in Erlangen Maschinenbau studieren will oder auch vergleichbare Studiengänge. Für den ist es wahrscheinlich alles sehr interessant, weil ich bin hier fast durch meinen Shot, by the way. Klaus hätte es fast immer sein können. Das Synchron zu kriegen wird sau schwer. Wie gesagt, falls die Soundspur asynchron ist, tut es mir leid, Shadowplay zerschießt häufiger mal die Soundspur, weil... Warum ich das nochmal aufnehme, ich habe über eine Stunde gelabert und ich dachte, mehr Stunde kann ich jetzt nicht hochladen. Ich will es relativ kurz halten, deswegen steigen wir hier gleich ein. Also, Ende 5. Semester, ich stand bei 135,0 ECDS. 180 braucht man ja fürs Bestehen vom Studium oder zum Bachelor bestehen, brauchst du 180 voll. Naja, es fehlen noch 45. Geplant ist es so gewesen, nach Beendigung des 5. Semesters 30 ECDS schreibe ich an Klausuren noch, die noch gefehlt haben, und 15 ECDS die Bachelorarbeit, die ich im 7. Semester anfertigen will. So war der Plan nach dem 5. Semester, dass das alles nicht so kommt. Am Ende 30 ECDS standen an, die wurden geschrieben mit 4 Klausuren und meinem Fachpraktikum. Die 4 Klausuren waren zum einen das letzte Pflichtfach technische Thermodynamik, dann das nicht technische Wahlfach Produktion, Logistik und Beschaffung. Und die letzten 2 verbleibenden Wahlpflichtmodule, zum einen ressourceneffiziente Produktionssysteme, abgekürzt mit REPS. Ich werde ab sofort die Abkürzung benutzen, ihr wisst dann, was gemeint ist. Und das 4. Wahlfach methodisches und rechnerunterstütztes Konstruieren, abgekürzt MRK. Die Klausuren standen an und das Fachpraktikum. Im Endeffekt habe ich eine Vorlesung besucht von einem Fach, was ich gar nicht geschrieben habe. Lag an speziellen Gründen, die kann man mal in einem nächsten Video erklären, weil das ist dann doch ein wenig tricky. Ich spreng dich aber gerade, glaube ich, wegen den Rahmen. Auf jeden Fall, Fachpraktikum musst du machen. Ich habe das ja eigentlich schon im ersten Teil schon erzählt, dass man insgesamt 12 Wochen Praktikum braucht. 6 Wochen Grundpraktikum, 6 Wochen Fachpraktikum. Grundpraktikum mehr dazu im ersten Teil, weil das muss man schon vor dem Studienbeginn machen. Es gibt Ausnahmefälle, aber die werden relativ selten genehmigt, also kann man auch vernachlässigen. Fachpraktikum, naja, im Endeffekt ging es ja schon mal damit los und da muss ich tatsächlich, ich sag's, es ist die deutsche Wirtschaft mal kritisieren, dass es eigentlich unmöglich ist, für 6 Wochen einmal ein Praktikum zu kriegen. Folgende Gründe bringe ich damit jetzt vor. Und zwar, ich habe mich am 6. Januar beworben, um am 6. Mai anzufangen. Das war die 3. Vorlesungswoche, davor waren immer Osterfeiertag und so ein Scheiß. 6. Mai 19 wollte ich anfangen. Erste Bewerbung rausgeschickt, war Online-Bewerbung. Ich nenne hier keine Unternehmen. War Online-Bewerbung. Am 8. Januar um 8.10 Uhr sitze ich in der Übung und um 8.40 Uhr kommt die E-Mail. Komplett computergeneriert, autogenerierte Mail, wo bloß der Name geändert wird, Absage, bla bla, mit freundlichen Grüßen. Da war nicht einmal ein Name drunter gestanden, nicht einmal irgendwas, weil öfter ist einmal was, Unterschrift halt eingescannt und dann drunter. Nicht mal da war das so. Also wirklich absolute Frechheit, warum Online-Bewerbung? Der wird nach Schlüsselwörtern, nach Keywords aussortiert. Du kannst da schreiben, was du willst. Wenn das Keyword nicht drin steht, sieht der Arbeitgeber diese Bewerbung kriegt er nicht mal auf seinen Schreibtisch und nicht mal weitergeleitet. Das ist eine Schande für die deutsche Wirtschaft, dass Bewerbungen nicht mal mehr vom Personaler selber gelesen und aussortiert werden. Das macht das System für dich. Natürlich bei, ich sage jetzt mal, großen Unternehmen, die vielleicht hunderte Bewerbungen am Tag kriegen oder sagen wir mal im Monat oder im Quartal, ist das vielleicht sinnvoll, aber der Personaler kann doch vielleicht aus einem Lebenslauf oder aus einem Anschreiben vielleicht schon gewisse Kompetenzen rauslesen und sowas. Ich meine, der sieht nicht einmal das Bewerbungsbild. Der sieht die Bewerbung nicht, der sieht die Gestaltung nicht. Gut, bei Online-Bewerbung siehst du sowieso nicht. Ja, der sieht das nicht mal. Das ist eine, muss ich sagen, ist eine Schande und eine Frechheit. Ich will nur ein 6-wöchiges Praktikum.
beim Grundpraktikum hatte ich Glück, weil es war direkt beim Bekannten. Also da war ich safe drin. Hier war es aber ein komplizierter, aber ist auch jetzt mal egal. Es ist doch eine Schande, dass wir für 6-wöchiges Praktikum, die müssen dir ja nicht mal was bezahlen. Praktikum ist so, du kannst mal reinschauen, schaust den Arbeitnehmern über den Rücken und ich in meinem Fall muss meinen Bericht ein wenig dazu schreiben und fertig. Tja, wenn wir 0 Euro gezahlt hätten für 6 Wochen, ich hätte es genommen, weil ich will doch bloß meinen Bericht schreiben, dass ich mein Bachelorstudium bestehe. Wirklich, im Endeffekt dann noch 2 weitere Bewerbungen geschickt, bei der einen habe ich noch bis heute noch kein Wort gekriegt. Wir haben jetzt gerade den 27.10. zum Zeitpunkt der Nachvertonung. Und beim anderen, das war jetzt ein mittelständisches Unternehmen, habe ich mit dem Chef der Firma persönlich wirklich lang telefoniert. Nachdem wir wegen E-Mails geschrieben haben, hat er dann gesagt, komm, ich rufe dich mal an oder ich rufe sie halt mal an, weil der Themenkomplex war im Endeffekt so, ich sage mittelständisches Unternehmen, haben nicht so viele Mitarbeiter, die hatten schon 2 Praktikanten und damit ich noch dazukomme, ist es halt scheiße. Sehe ich ja ein, wenn die Leute, die Arbeitnehmer sich schon um andere Praktikanten kümmern, sehe ich das ein. Ich habe auch wirklich mit dem Chef persönlich telefoniert, das sind mittelständische Unternehmen wahrscheinlich auch, oder die sind da auch wirklich entspannter drauf. Das, sowas sehe ich ja ein. Aber dann so autogenerierte Mail und verficktes Computersystem, da muss ich sagen, haben Computer einen ganz, ganz großen Nachteil, weil die können keine Empathie daraus lesen. Wirklich nicht. Die lesen nach Schlüsselwörtern, nach Algorithmen. Und im Endeffekt war meine 4. Bewerbung, war dann das, wo ich reingekommen bin. Die war auch so lustig, die habe ich, glaube ich, Anfang Februar geschickt. Dann kam ewig lang gar nichts und dann 2 Wochen vor Ostern kam dann eine Mail zurück. Dachte mir schon, scheiße, melden die sich noch oder haben sie es gelöscht oder was? Und dann kam die Mail, schicken sie das und das noch ausgefüllt zurück. Da habe ich gedacht, oh Gott sei Dank, das war dann wieder das bei einem Bekannten von einem Bekannten, dem seinem Chef. Habe ich den Mauszeiger aufgenommen? Weil da hat Shadowplay zerschlossen. Ach nee, weil das Xbox-Controller war enabled. Egal. Also war ich wirklich halt froh, dass das funktionierte. Gut, dann halt das übliche Praktikum, Praktikumsbericht. Wer das mehr wissen will, einfach Part 1 schauen. Dann hat man das vom 6. Mai bis zum 14. Juni. Dann hatte ich aber am 18. Juni mein Zahn-OP, heißt es, mit der Vorlesung besuchen, Übung besuchen, hat sie mal komplett erledigt. Das zu auszukurieren war dann ungefähr Anfang, Mitte Juli und die Vorlesungszeitende war, ich glaube, so am 28.07. oder so. Also es wäre ja 2 Vorlesungen, hast eh schon alles verpasst, lohnt sich eh nicht. Gut, erste Klausur, die wir dann geschrieben haben, war mein nicht-technisches Wahlfach, Produktion, Logistik, Beschaffung. Ich habe das im Stream ja schon ungefähr 100 Mal erklärt, halt der BWL-Fach, komplett scheiße. Im Endeffekt war die Klausur ja zu 60% einfach, weil, geiles Ding, du magst ungefähr Mathe 10. Klasse. Das Ding ist, du kriegst also mal grob gesagt, die 20, 40 Punkte von der Klausur waren Kosten-Leistungsrechnung. Du kriegst irgendeine aus dem Arsch gezogene Kostenfunktion mit, also Polynom 3. Grades ist das. Irgendeine aus dem Arsch gezogene Kostenfunktion, du musst damit rechnen. Das Rechnen an sich ist brunz einfach, gab 20 Punkte auf die Aufgabe, aber woher die Kostenfunktion kommt, die kriegst du im Real Life nie im Leben so exakt genau. Never ever. Da denke ich mir dann, warum muss ich sowas lernen, wenn es eh nicht stimmt? Ohne Witz, ich kann mit BWL, ich werde kein Freund mit BWL. Im Endeffekt war dann der andere Teil, du hast ein Themengebiet gehabt, das war Logistik. Jeweils zu dem Themengebiet aus der Logistik 4 Aussagen. Entweder musst du die richtige oder die falsche ankreuzen. Gut, das musstest halt lernen. Da ging das auch relativ gut bei Logistik. Und der andere Teil von Produktion und Beschaffung war zusammengefasst. War noch so wahr-falsch-Aussagen. Musstest halt ein wenig lernen. Habe ein wenig auf Lüge gelernt. Konnte man machen. Man hat einmal ein paar Schlüsselwörter gelernt. Und dann, ja, ging. War eine gute Note. Mehr habe ich auch gar nicht erwartet für ein BWL-Fach. Weil mein Fokus lag eigentlich auf dem zweiten Fach, was ich in dem ersten Prüfungszeitraum geschrieben habe. Nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben im ersten Prüfungszeitraum, also wir haben 2 Zeiträume, einen ersten Prüfungszeitraum und einen zweiten Prüfungszeitraum. Der erste Zeitraum ist direkt nach der Vorlesungszeit vom Semester. Der zweite Zeitraum sind die 3 Wochen vorm nächsten Semester. Also in dem Fall waren es die 2 Wochen im August, also nach der Vorlesungszeit. Und dann 3 Wochen vorm neuen Semester. Das heißt, meine letzte Prüfungsphase ist effektiv so 3 Wochen rum. Ich habe meine letzte Klausur gehabt am 8. Oktober. Wir haben gerade Aufnahme den 27. Also übermorgen, also am Dienstag. Wenn die Folge an meinem Geburtstag kommt, vor 3 Wochen war die letzte Klausur. Egal. Gut, im Endeffekt lag nämlich der Fokus mehr auf REPS. Drittes Waldpflichtfach. Die anderen beiden habe ich ja schon im 5. Semester geschrieben gehabt. Ressourceneffiziente Produktionssysteme. Naja, um was geht's denn im Prinzip? Man kann sich vom Namen ableiten. Du willst ein Produktionssystem, zum Beispiel eine Drehmaschine oder eine komplette Montagelinie, halt möglichst ressourceneffizient auslegen. Da geht es halt darum, Energie sparen, Wirkungsgrad möglichst hoch der Anlage, dass man zum Beispiel auch
Energie wieder rückeinspeisen kann. Lauter so Zeug, primär geht es halt auch um Energieverlust oder Leistungsverlust. Zum Beispiel Druckluft war da ein großes Thema, deswegen ist der Saugnapper Schott hier mit dem Squadron. Ist im Endeffekt ein reines Auswendiglernfach, ein bisschen rechnen musste man auch. Zum Beispiel, wie viele Maschinen braucht man, wenn man so und so viele Mitarbeiter hat und so viel Auslastung. Ist im Endeffekt eine Formel, musst du halt auswendig lernen, weil da war nichts gegeben in der Klausur. Das Problem war, das war eine E-Klausur. Heißt es auf Lücke lernen, wie es in der Zusammenfassung oder beim Auswendiglernfach halt natürlich macht. Du kannst nicht alles im Skript lernen, das ist unmöglich. Natürlich kam da relativ viel dran, was ich nicht gelernt habe. Weil das Ding ist, bei der E-Klausur, du kannst ungefähr jeden Scheiß fragen. Du musst es ja bloß entweder hinschreiben oder das war so Drag and Drop auch zum Teil. Und gerade dieses Drag and Drop hat es mir ein wenig zerschossen. Weil da kamen Fragen dran, die kamen die letzten 5-6 Semester nie dran. Und du lernst halt auch nach Altklausuren. Und deswegen lernst du halt auch das nicht so ausführlich. Ich sehe gerade, dass der zwei Kisten eingesammelt hat. Auch nicht schlecht. Gut, dann war im Endeffekt auch ein 2,x bestanden, aber das Ding war, ich habe eigentlich gedacht, dass ich zu dem Thema quasi eine Bachelorarbeit schreibe, weil es ist so, dass du ein Wahlpflichtfach brauchst. Oh, schöner Shot, sehe ich gerade. Dass du ein Wahlpflichtfach brauchst und zu dem betreffenden Lehrstuhl musst du deine Bachelorarbeit schreiben. Ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt zum Lehrstuhl für technische Mechanik, ohne ein Wahlpflichtmodul von dem Lehrstuhl belegt zu haben. Also du brauchst ein Wahlpflichtmodul. Also du hast ja 4 Stück, die es schreiben musst im Bachelor, und in einem davon musst du die Bachelorarbeit schreiben. Also nicht zu der Klausur passen, sondern so an dem Lehrstuhl, der die Klausur gestellt hat. Hat sich aber relativ schnell erledigt, weil nach der Klausur habe ich ein paar Gespräche mitbekommen, weil ich einfach vorbeigelaufen bin und einfach kurz stehen geblieben habe und mit reingehört. Das soll unfassbar scheiße sein. Also nicht nur das Thema her für eine Bachelorarbeit, also scheiße, für eine Masterarbeit wird es vielleicht sogar gehen, aber unfassbar komplex. Das kann ich jetzt gar nicht mehr erzählen, was das alles war, aber das hat sich schon direkt erledigt dann. Gut, damit war der erste Prüfungszeitraum rum, dann gab es 4 Wochen Arbeit von mir. Ganz normale Ferienarbeit halt, oder Werkstätten ist es nicht, weil es war Ferienarbeit. Und dann ging es weiter mit dem Powerlernen auf meinen letzten Prüfungszeitraum. Die letzten 2 Klausuren standen an. Warte mal, ich habe hier meinen Studienführer liegen, ich kann euch sagen, welche das waren. Das war dann noch B22 und B14. B22, das vierte Wahlpflichtmodul mit MRK, damit hat es angefangen. Es war direkt der erste Tag von der zweiten Prüfungsphase. 23.09. ging das los. MRK ist das gleiche Prinzip wie bei REPS. Auswendig lernen und diesmal aber KE-Klausur, aber halt auswendig lernen. Im Endeffekt halt auch wieder zum Teil auf Lücke gelernt, da kamen halt 2 große Fragen dran, die ich halt nicht gelernt habe. 120 Punkte gab's und die beiden Fragen zusammen gaben schon mal 12 Punkte. Heißt, wir haben halt schon mal safe 12 Punkte von 120 fehlt, also 10% und 50 brauchst zum Bestehen. Ja, jetzt wenn da schon mal 10% fehlen, aber 50% brauchst, dann hast du schon mal 1,0 und 1,3, kannst du schon mal safe vergessen. Dann kommen noch aber andere Fehler, wegen Leichtzinsfehler, wegen Radefehler. Und da hatte ich im Endeffekt die gleiche Note wie bei REPS. Wie gesagt, ich nenne hier keine Noten. Vielleicht, wenn mein Bachelor komplett besteht, dass er meine Notenübersicht sieht, aber es glaube ich weniger. Ihr habt dann selber einen Gesamtschnitt, den ich gerade habe. Das sage ich auch nicht, sage ich erst, wenn ich mein Bachelor komplett abgeschlossen habe. Egal. Auf jeden Fall, was macht man bei MRK, methodisches Rechnerunterstütztes Konstruieren? Naja, Rechnerunterstütztes Konstruieren ist halt komplett CAD. Also Computer Aided Design. Du kannst damit alles machen. Alles, auf was du Bock hast, ohne Witz. Also, ich habe im Endeffekt damit auch bei meinem Fachpraktikum gearbeitet. Das war eigentlich Entwicklung, Konstruktion. By the way, noch ein kurzes Wort zum Fachpraktikum. Das fand ich geil, obwohl umdisponiert werden musste, weil bei dem, wo ich gewesen wäre, der ist welcher längerer Krankheit auch erst gekommen, als ich gekommen bin. Also am 6. Mai. Im Endeffekt durfte ich auch was mit dem 3D-Drucker machen, aber halt komplett Konstruktion, Entwicklung mit Konzeptentwurf. Also ich habe wirklich von Null angefangen und habe dann im Endeffekt im 3D-Druck mein Zeug gedruckt. Einmal musste ich es doppelt drucken, weil es mich am halben Millimeter nicht gepasst hat in meiner Form. Ja, das ist natürlich ein Konstruktionsfehler, den hätte ich sehen können, habe es aber nicht gesehen. Das war sogar ziemlich geil. Also wie gesagt, weil ich auch schon überlegt habe, ich mache hier daheim was mit dem... Also ich wollte was konstruieren, ich kann jemanden mit dem 3D-Drucker, weil ich brauche ein Teil. Aber das zu konstruieren ist eigentlich, also es ist nicht unmöglich, bloß ich brauche die genauen Maße und das mit dem Handschieber rauszumessen. Du hast schneller mal ein Zehntel Toleranz und dann kannst du das komplett vergessen.
Gut, im Endeffekt geht es dann auch ein bisschen um Theorie, zum Beispiel, wie kann ich eine Idee finden? Also zum Beispiel so wie Brainstorming oder so ein Scheiß, das war relativ trocken, da habe ich auch mal Fehlerquellen gehabt, als es dann losging mit wirklich dem CAD-Konstruktionsprozess oder auch CAME, Computer Aided Medical Engineering, also wo du zum Beispiel auch wirklich irgendwelche Beinprothesen machst am Rechner und dann auch simulierst, dass die bestimmte Kräfte und Spannungen aushalten, das ist ja echt interessant, aber halt nur wieder in der Theorie. In der Praxis habe ich das nie gesehen. Lag auch daran, dass das Modul eigentlich offiziell gar nicht vorgelesen wurde, weil es eigentlich im Wintersemester vorgelesen wird, aber nicht im Sommer. Ich habe es im Sommer aber geschrieben, weil die Klausur wird jedes Semester angeboten, aber nicht jedes Semester vorgelesen. Gut, dann hat man die Klausur. Die war, ja, durchwachsen, also auch 2,x, das passt schon. Weil da war es eigentlich darauf ausgelegt, dass ich zu dem Wahlpflichtmodul an dem Lehrstuhl mein Bachelorarbeit schreibe. Dazu gleich was. Gut, und dann kam eigentlich, wie gesagt, zweitschwerste Klausur im ganzen Maschinenbaustudium. Technische Thermodynamik, ab sofort Thermo. Was macht man in Thermo? Du fängst halt an, erstmal alles, was du berechnest, als ideal zu betrachten. Also ideales Gas und ideale Zustandsgleichung. Und die Luft ist auch ideal angenommen und so weiter. Das ist eigentlich relativ geschenkt. Man muss bedenken, ich habe durch meine Arbeit und durch meine Zahn-OP ja keine Vorlesung und Übung davon besucht. Und das ist das gesagt zweitschwerste Fach im Studium. Ich habe mit dem idealen Gas angefangen, hatte keinen Schimmer von irgendwas. Ich war komplett überfordert. Zum Glück haben das ein paar mehr geschrieben, die man kennt, weil das schreibt gefühlt jeder im 6. statt im 4. Eigentlich ist das aufs 4. Semester angesetzt. Ich kenne da nicht viele, die es gemacht haben. Die es gemacht haben, haben die ganzen Klausuren, die sie im 4. geschrieben haben, eigentlich relativ verkackt, weil sie halt auf 4 gleichzeitig gelernt haben. Und die ficken sich gegenseitig, muss man sagen. Ist kein Scheiß. Wenn du Thermo rausnimmst aus dem 4er-Block und bloß noch die anderen 3 schreibst, dann läuft es wie bei mir. Schaut euch das 4. Semester dazu an. Ich glaube, das ist Part 5 dann oder so. Weiß ich gerade gar nicht. Dann geht es weiter, wo du auch Verbrennungsprozess, also Kreisprozess als Verbrennungsprozess, also typischer Diesel- oder Autoprozess. Also du schaust dir einen normalen zum Beispiel 4-Zylinder an und kannst dann Leistung rausberechnen, kannst die Temperatur berechnen, halt auch wieder als ideales Gas. Das ist, wenn du als richtiges Gas dann nimmst oder als richtiges Benzin, by the way, der Kill war, ihr seht es gleich, was ich schreibe, der macht nicht viel, 26 macht einen Double Frack. Das ist aber auch relativ easy, weil das ist Schema F, weil das im Endeffekt 4 Prozesse, ne, Verdichtung und den ganzen Scheiß, Verdichtung und Entspannung. Ist geschenkt, kam in der Klausur nicht dran, weil das die Aufgabenstellung ist, die kannst höchstens aber Zahlen variieren, dass du den Druck änderst, aber das war's dann im Endeffekt auch. Oder halt den Umgebungsdruck, was auch immer. Dann kam ein relativ großes Kapitel, normaler Kreisprozess, wie zum Beispiel ein Kühlschrank. Wir haben relativ viel mit Kühlschrank, also das ist ein Kälteprozess, Kühlschrank oder Kältekammer. Oder halt auch ein Wärmekraftprozess, wie zum Beispiel einfach ein normaler Reaktor zum Beispiel, kann man auch mit reinnehmen. Im Endeffekt unterscheidet sich das nicht viel, aber dass man das wirklich versteht, dauert extrem lang. Es gibt da so viele Tücken, die man beachten muss. Im Endeffekt, der typische Prozess sind immer 4 Prozessglieder. Du verdichtest irgendein Gas, dann kommt irgendein Kondensator. Dann kommt der Turbine, die der verdichtete quasi wieder entspannt. Also du verdichtest zum Beispiel von 1 Bar auf 10 Bar, die Turbine entspannt es wieder von 10 Bar auf 1 Bar. Ja, im Endeffekt. Und dann das vierte ist dann noch irgendeine Wärmeabgabe oder so ein Scheiß. Verdampfer ist es meistens. Egal. Also du kannst das wirklich, es sind 4 Schritte, aber das kannst du beliebig erweitern. Es sind dann da 2 oder 5 Turbinen oder Verdichter, das ist wurscht. Das Schema, wenn man es einmal verstanden hat, bleibt halt echt immer das Gleiche. Die Formeln bleiben immer das Gleiche. Ne, im Endeffekt, was berechnest du? Du berechnest da Temperatur in dem Punkt, du berechnest irgendeine Leistung an dem Punkt, an Wirkungsgrad berechnest du oder Wärmeabgabe oder Wärmeaufnahme, gerade Wärmeaufnahme aus dem Kühlraum. Kann man da berechnen, auch relativ gut, die ist aber meistens gegeben. Dann brauchst du zum Beispiel die Leistung des Verdichters, damit eben die Wärmeaufnahme aus dem Kühlraum wirklich funktioniert. Das, was vorgegeben ist. Also es ist schon relativ interessant, du hast halt unfassbar viele Zahlen, mit denen du rechnen musst. Und dann im Endeffekt hat man da noch feuchte Luft, zum Beispiel du hast 21 Grad und 30% Luftfeuchtigkeit. Auf welche Temperatur könnte ich ein Bier oder eine Bierflasche maximal runterkühlen, wenn ich es in einen feuchten Lappen wickel? Das sind nur die Aufgabenstellungen, die kannst du rechnen. Wen es interessiert,
Das Diagramm dazu, was es da gibt, Mollier-Diagramm, hat man vielleicht in der Roomtour gesehen, lag auf meinem Tisch relativ am Anfang. Mit dem kannst du sowas berechnen. Also feuchte Luft am Anfang komplett unübersichtlich und echt blöd. Wenn man das Diagramm aber mal versteht, echt geschenkt. Mit dem Diagramm habe ich von der Aufgabe, glaube 5 von 7 Aufgaben gelöst. Das war geil. So, wir haben schon wieder 20 Minuten, aber wir überziehen heute eben. Wir machen zwei Teile. Dann hat man auch im Endeffekt Verbrennungstechnik, also wo du wirklich Reaktionsgleichungen hast. Ich glaube, ich cut hier mal, bis das nächste Spiel losgeht. By the way, hier hat Masi seine 2,5 Millionen um 39 XP geknackt, deswegen haben wir hier noch schön gratuliert. Aber es ist wirklich ein Cut, bis gleich. So, da sind wir zurück im zweiten Game. Und wir waren stehen geblieben bei Verbrennungsprozessen. Also ganz normale Reaktionsgleichung, du verbrennst zum Beispiel Methan mit Luft, geht zu Kohlenstoffdioxid und Wasser. Aber nicht nur mit O2 wird es verbrannt, sondern mit dem Luftverhältnis 21% Sauerstoff zu 79% Stickstoff. Die ganzen Spurengase werden vernachlässigt. Ist einfach Annahme, es macht nicht viel aus. Stickstoff geht ja zum Beispiel sowieso nicht in die Reaktion mit ein, könnte man theoretisch sogar kürzen, wird aber trotzdem beachtet. Ja, ist im Endeffekt ein bisschen strange's Thema, aber es geht. Dann hat man noch Gasdynamik. Im Endeffekt ist Gasdynamik via Überschallflugzeug, kannst du das betrachten, du hast irgendeinen Anfangsdurchmesser, dann wird der Durchmesser entweder größer oder kleiner, wird er kleiner, wird die Strömung natürlich beschleunigt. Ja, wird beschleunigt oder halt auch andersrum oder die Temperatur ändert sich. Das sind im Endeffekt 3, 4, 5 Formeln, die du brauchst. Gasdynamik ist eigentlich ein geschenktes Thema, wenn man es mal so sieht. Ist aber geil, das mal gesehen zu haben, weil man kann somit vielleicht, ihr könnt somit zum Beispiel berechnen, ohne Witz, wenn ihr einen Wassertank habt, könnt ihr berechnen, wie schnell das Wasser aus dem Tank kommt. Weil ihr braucht im Endeffekt die Anfangs- und die Anfangsgeschwindigkeit in einem Wassertank ist nahezu null, weil der Behälter ist relativ groß, das Wasser steht da drin. Also Anfangsgeschwindigkeit ist null. Im Endeffekt, was braucht ihr? Ihr braucht, entweder rechnet ihr über die Temperaturen, was da jetzt relativ schwer ist, oder halt über einen Massenstrom, den ihr im Endeffekt wissen wollt, und den Durchmesser braucht ihr dazu von eurer Leitung und die Dichte von Wasser. Habt ihr gegeben, könnt ihr den Massenstrom berechnen. Ist relativ ganz geil, kannst wirklich für alltägliche Sachen benutzen. Ja, geht. Im Endeffekt die Klausur. Das Problem an der Klausur ist, das ist ein Multiple Choices. Ihr rechnet, habt im Endeffekt zu jeder Teilaufgabe, das ist wichtig. Also ihr habt 1a, b, c, d, e, f hatten wir. Dann habt man 2a bis f und ich glaube 3a bis g, wenn ich mir das komplett täusche. Und zu jeder dieser Teilaufgaben gab es jeweils 6 Antwortmöglichkeiten zum Ankreuzen. Aber nur eins davon war richtig. Heißt, du hast von den, wie viele Aufgaben habe ich jetzt gerade vorgelesen, 22 oder so, hast du eigentlich 22 Kreuze gesetzt und hattest irgendwie 140 zur Auswahl. Ja, im Endeffekt, es war nicht nur so, dass es immer Einzahlenrechnung waren, zum Teil auch. Zum Teil ging es auch im Kopf, wenn man das Thema gekonnt hat. Aber es war echt öfter so, dass du 2, 3 Formeln brauchtest und dann auch 2, 3, 4 Rechenschritte. Problem, was hinzukam, die Aufgaben hatten immer zwischen 1 und 5 Punkten. Heißt, dass du ein Kreuz falsch gesetzt, was zum Beispiel 5 Punkte hat, fehlen dir halt schon mal sicher 5 Punkte. Da wird kein Rechenweg bewertet, zum Beispiel weil du zum Beispiel eine Einheit falsch umgerechnet hast oder so. Nein, da hast du einfach instant 0 von 5 Punkten. Die Korrektur hat auch effektiv 50 Stunden gedauert. Wir haben am Dienstag, den 8. Oktober, wann haben wir abgegeben? Ja, 11 Uhr in etwa. Und am Donnerstag um 13 Uhr waren die Ergebnisse da. Ist ja natürlich einfach, weil du musst da im Endeffekt das Single-Choice-Klausur korrigieren. Ne? Und im Endeffekt musste ich um das mal kurz zu erklären, Aufgabe 1 habe ich erstmal komplett geskippt, weil das war Gasdynamik und Verbrennungstechnik. Also 1a, b, c war Verbrennungstechnik, habe ich überhaupt nicht gecheckt, was die von mir wollen. Dass da aber drunter noch Gasdynamik kam, habe ich gar nicht gelesen, weil ich war wirklich unter Strom gestanden bei der Klausur. Aufgabe 2, bis auf eine Teilaufgabe durchrastiert, hatte ich auch immer instant das raus, was man ankreuzen musste, also da war ich mir schon mal relativ sicher. Aufgabe 3, selbiges Schema, komplett durchrasiert, es war feuchte Luft mit dem Diagramm, 5 von 7 Teilaufgaben sofort gelöst, die eine war Einzeilerrechnung mit Ergebnis, bei der anderen habe ich mich verrechnet, weil ich eine Aufgabe überlesen habe, weil das Ding war, die geben öfter mal Zwischenergebnisse an, ich habe das nicht gecheckt, wo das jetzt hingehört. Habe ich im Endeffekt aber auch gecheckt, haben wir auch nach der Klausur noch besprochen.
Dann bin ich zur Teilaufgabe 1 zurück, ABC immer noch nicht gecheckt. Dann habe ich aber gesehen, oh, da kommt ein Gasdynamik, haben wir das erstmal gemacht, das war wieder easy. War so eine lustige Aufgabe mit, wie lange braucht ein Heißluftballon, bis er voll gefüllt ist. Denkst du, what the fuck wollen die von mir? Aber das ist meine Message an euch, die ich eigentlich euch bringen will bei Thermo. Rechnet immer über Einheiten. Das Gute war, man hat gesehen, also in der Aufgabe gegeben, dass in dem Ballon 3000 Liter, glaube ich, oder 3000 Kubikmeter passen. So, jetzt brauche ich aber Zeit. Was ich rechnen kann, ist durch die ganzen Angaben, was so, ich berechne den Volumen Strom, also quasi das Volumen, was pro Sekunde in den Ballon geht. Wenn ich die durcheinander teile, komme ich auf Sekunden. Weil ich habe zum Beispiel 100 Kubikmeter pro Sekunde, 3000 Kubikmeter gehen rein. Jetzt teilt ihr diese 3000 durch 100, sind 30, heißt 30 Sekunden braucht er. So einfach ist es. Das sind, rechnet über Einheiten, das ist wirklich essentiell, und gerade in Thermodynamik hast du relativ große Formen, also nicht so groß, aber es geht, weil halt alles eine andere Einheit hat, das musst du ineinander umrechnen können. Du musst da mal Gramm auf Kilo, das ist eigentlich das Einfachste, was man können muss, aber da geht es halt bei manchen schon los. Das sind Basics, ne? Gramm Kilo, Kubikmeter auf Liter oder Liter auf Kubikmeter brauchst du eigentlich, oder manchmal sind sie so frech und nennen oder schreiben wirklich Kubikdezimeter hin, das brauchst du in Kubikmeter, und das ist halt schon, bei Kubikdezimeter hört es halt manchmal schon auf, auch bei mir. Egal, das war dann das. Davor gab es noch einen Theorieteil, der hat ja 25% und der rechnet halt eben 75%, insgesamt gab es 86 Punkte sowas in dem Dreh. Natürlich, Theorie, wenn es 25% hat, achtet man jetzt da nicht ganz so viel drauf, aber liest es ein bisschen durch. Es waren 11 Fragen, ich habe 3 sicher richtig. Das Ding war, auch wieder mehrere Antwortmöglichkeiten, die haben wir wirklich hingeschrieben. Wenn nur eins richtig ist, ist auch nur eins richtig. Wenn die hinschreiben, sind mehrere richtig, dann sind auch mehrere richtig. So war es auch bei mir bloß manchmal nicht bei einer Aufgabe. War feuchte Luft, sie schreiben hin, es sind mehrere richtig. Ich natürlich nach Ausschlussverfahren 4 rausgestrichen. Eins richtig angekreuzt und dann beim fünften überlegt, aber haben gedacht, das ist ja auch falsch, weil das Diagramm natürlich, also muss denkst mal getrennt. Erst Theorie, dann wurde es eingesammelt und dann wurde Rechenteil ausgeteilt. Heißt, du konntest mit dem Diagramm den Theorieteil lösen. Aber das Diagramm habe ich im Kopf gehabt, mir dachte, warte mal, 5 rausgestrichen und 1 richtig angekreuzt. Das Gute ist, auf falsch angekreuzte Kreuze kriegst du einen Punkt Abzug. Heißt, habe ich 1 richtig und 1 falsch angekreuzt, kriege ich trotzdem 0 Punkte, weil plus 1 minus 1 ist gleich 0. Wenn ich jetzt aber nur 1 ankreuze, obwohl zum Beispiel 2 richtig wären, kriege ich trotzdem diesen einen Punkt. Ich glaube, der hat mir meine sehr gute Note gerettet. Ich habe in Thermodynamik, was das zweitschwerste Fach im Studium sein soll, passt auf den Shot übrigens auf, habe ich eine sehr gute Note gehabt. Lag im Endeffekt A an dem Rechenteil, weil ich muss eigentlich alle Kreuze richtig gehabt haben. Dazu kann ich gleich noch 2 Sätze sagen. Und ich wollte halt Dribbleplay machen, dass der auf dem Asi geht mit dem DD. Ich habe wirklich nur das angekreuzt, wo ich mir sicher war, und das, wo ich mir echt nicht sicher war, habe ich lieber weglassen, bevor ich einen Minuspunkt bekomme. Ich glaube, der hat mir wirklich mal Note gerettet. Und noch kurz was zum Rechenteil. Aufgabe 1ABC war ja Verbrennungstechnik, wie gerade gesagt. 1C habe ich irgendwann auch mal gecheckt, weil die gab noch einen Punkt auf das Kreuz. Dachte ich mir, es kann doch gar nicht so schwer sein. Formelsammlung durchgeblättert von Verbrennungstechnik. Und mir dachte, jo, da steht ja Formel. By the way, das waren 230, glaube ich. Machen wir mal kurz. 232, genau. Eine Formel hingeschrieben, Ergebnis rausgehabt, konnte ich ankreuzen. So, 1B. Keinen Schimmer gehabt, aber das ist wirklich eine riesen Formel, kann ich hier vielleicht mal einblenden. Eine riesen Formel, die du dafür brauchst. Und das ging auch bei mir los, dass ich mit den Einheiten verzweifelt bin. Das muss man jetzt nicht verstehen, das kann ich euch wirklich nur erklären, wenn ihr das Fach schon mal irgendwo gehört habt. Aber ich hatte Ergebnisse raus, die waren sehr, 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 sehr weit weg von dem, was richtig gewesen wäre. Oder von die 6 Kreuze, weil die 6 Kreuze, die sind schon relativ weit auseinander. Also wenn jetzt 280 steht, ist das nächste Kreuz in 281, sondern halt 287 oder 295. Also sind schon immer so 7 bis 15 Differenz, je nachdem, was jetzt für Ergebnis ist. Ne? Wenn ich jetzt bei zum Beispiel Wassergehalt bin, also Wassergehalt ist jetzt bezogen auf feuchte Luft, also wie viel Wasser ist in einer trockenen Luft enthalten, da schreiben die nicht 10%. 20%, da schreiben sie halt 10, 12, 14, 16, 18, 20, das sind dann die 6 Werte. Ne? Also das sind dann wirklich Zweierschritte. 1a habe ich schon mal im Stream erzählt, ich habe im Endeffekt die richtige Formel, das falsche eingesetzt, das falsche rausgehabt, aber dann, weil ich gedacht habe, naja, rätsel halt einfach mal das richtige angekreuzt, weil das am nächsten an meinem Ergebnis dran war. Ja,
habe dann nach dem Kabo geschrieben, ich konnte zur 1, ich habe mich wirklich dreimal entschuldigt. Wie gesagt, eigentlich ist es ein geschriebenes Gesetz, dass man, wenn man nicht zur 1 sich, also man schreibt nicht dem Kabo was zur Klausur, das macht man in der Einsicht, so rum. So läuft es. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, aber ja, ich hab's einfach gemacht, der hat mir wirklich lang zurückgeschrieben, ewig lange Mail. Der hat mir das erklärt, was ich check bis heute nicht, wie ich das rechnen müsste. Das ist das Geile. Aber der hat mir bestätigt, dass dieses Ergebnis, was ich geraten habe, stimmt. Heißt, wenn ich die Einsicht nicht verpasst hätte, müsste ich alle, ich sag's einfach mal, 22 Kreuze richtig haben. Und das ist für den Effort, den ich in das Fach reingesetzt habe. Also ich habe hier wirklich 5 Wochen durchgelernt, von 0 auf 110% des Fach eigentlich gelernt. What the fuck, muss ich sagen, bin ja schon ein wenig proud of myself. Ohne Witz. Gut, im Endeffekt war das dann Thermodynamik. Dann haben wir die 4 Klausuren gehabt. Alle bestanden. Das waren dann mit dem Praktikum die 30 ECDS. Somit stehe ich jetzt aktuell auch Stand 27.10. bei 165. Und wer jetzt ein wenig schon mal aufgepasst hat, der weiß, es fehlen nur 15 ECDS. Und wie es in der Prüfungsordnung oder in meiner Studienordnung steht, hat das Modul B26 15 ECDS, das ist die Bachelorarbeit. Ja, die fehlt halt noch, aber dazu, weil sich das jetzt ein bisschen switchen wird, was im zweiten Teil, sonst wird es hier alles ein bisschen zu lang, das Game läuft weiter.